Sensationeller Fund in einer Kölner Kirche, die seit rund 3 Jahren von Grund auf renoviert wird. Dabei hat man jetzt herausgefunden, dass sie 100 Jahre älter ist als bisher gedacht. Wer St. Pantaleon kennt, wird die Kirche im Moment nicht wiedererkennen. Gerüste außen, Gerüste innen, ein Wirrwarr von Metallstangen. In etwa 10 Metern Höhe fanden Bauarbeiter ein eingemauertes Stück Gerüstholz, das Fachleute datieren konnten. Wir haben eine kleine Probe aus dem Holz genommen, da reicht also so viel wie so ein Fingernagel groß etwa. Und das wurde dann an der Universität Kiel nach der Radiokarbon-Methode untersucht. Und nach dieser Methode kann man Holz eben zeitlich einordnen und dabei ist das in das 10. Jahrhundert eingeordnet worden. St. Pantaleon stammt also aus dem 10. und nicht, wie bisher gedacht, aus dem 11. Jahrhundert. Außerdem haben die Experten 2 Wandschränke gefunden. Die waren mindestens 130 Jahre verborgen. Niemand wusste, dass sich links und rechts an der Ostwand in 4 Metern Höhe solche Boxen befinden. Vielleicht wurden hier Reliquien gezeigt. Die Renovierung von St. Pantaleon soll Ende nächsten Jahres fertig sein. Bisher sei man im Zeitrahmen, sagten die Verantwortlichen. Die Arbeiten werden statt 12 nun 14 Millionen Euro kosten, weil bei der Teilrenovierung vor 25 Jahren Fehler gemacht wurden.